Jawohl. Okay. Haken. Gib Gas, gib Gas. Jawohl. Jawohl. Und Ende. Ende. Hä? Los, los. Warum hast du das noch vor? Ich hab einen Termin. Du meinst wohl eher ein Date? Nee, ein Termin. Geschäftlicher Natur mit meiner Steuerberaterin. Wir müssen noch ein paar Unterlagen durchgehen. Du meinst wohl eher deine Unterwäsche? Wer weiß. Willst du deine Karriere als Cowboy eigentlich wiederbeleben? Das wird witzig. Wow, was für ein Körper. Ausbaufähig, würde ich sagen. Der Junge braucht noch ein bisschen Training. Alles klar bei dir? Alles bestens. Bei dir auch? Ja, ich gehe duschen. Bis später. Ja. Ey, was sollte das eben? Ich mag diese Anspielung der Öffentlichkeit nicht. Mach dich mal locker. Ich hab dich nur freundlich begrüßt. Ach so, ja. Und was sollte dann? Oh, was für ein Körper? Ich kriege überhaupt nichts bei gedacht. Ich übrigens auch nicht. Das klang aber anders. Ja, weil du bei allem, was ich sage, nur noch das Wort Tucke raushörst. Ey, das Einzige, was eben auffällig war, war dein komisches Verhalten. Glück hat Gregor das nicht gehört, sonst hätte er sich vielleicht echt noch gewundert. Es tut mir leid. Ist schon okay. Wir hatten alle mal die Phase. Hey, zugehört. Nächsten Monat kommt hier ein Promoter vorbei. Der sucht ein paar Leute, Nachwuchskräfte als Sparringspartner für die Profiboxer. Hey, das ist deine Chance, vielleicht wirst du ja entdeckt. Ja, klar, ich bin ja auch der Einzige, der hier ein bisschen boxen kann, ne? Du bist der Einzige, der hier ein bisschen Talent hat, Junge. Ja, ich bin Mohammed Ali. Hey, auf jeden Fall bist du der Letzte, also schließt ab. Und übertreib's nicht. Was? Sieht so aus, als ob wir allein wären. Schade eigentlich, dass du deine Kräfte so sinnlos vergeudest. Du solltest vielleicht auch ein paar Übungen machen, wird dir ganz gut tun. Ich wüsste da was mir jetzt noch viel besser tun würde. Olli, hier nicht. Hier, wieso? Wir haben die ganze Halle für uns. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Die Tür ist nicht abgeschlossen, weißt du, wie scheißegal mir das ist? Ey, es könnte jemand reinkommen, okay? Die scheinen öffentliche Orte hier richtig anzuteilen. Du schaust mich an. Christian, seid ihr noch da? Scheiße, Gregor. Los, pack dein Zeug! Christian, Olli, müssen wir da hinten gleich. Hey, was machst du denn schon wieder hier? Die scheiß Clara spricht nicht an. Ist Olli da? Wieso? Sollen wir Starthilfe geben? Hey, was soll denn das? Ich zieh mich nur eben an. Seit wann so verklemmt? Ich bin nicht verklemmt, ich stehe einfach nicht auf Zuschauer. Ja, was auch immer. Wo ist jetzt Olli? Auf dem Klo. Olli! Mann, er kann dich nicht hören, ich sag ihm gleich Bescheid. Warte draußen. Ich probier's nochmal, dann kommt ihr nach, okay? Ja. Aber knapp. Das ist ja richtig Nervenkleiner. Hey! Wurde aber auch Zeit. Hast du ihm beim Anziehen geholfen? Ach, du weißt doch die vielen Häkchen an seinem Korsett. Ja, dafür sitzt aber jetzt alles, oder? Yep. Was mit deinem Auto? Springt's an? Nein, der Wagen ist immer noch tot. Und wenn ich zu meinem Termin kommen will, und zwar pünktlich, müssen wir jetzt mal Gas geben. Ja, hast du überhaupt ein Startkabel? Natürlich habe ich eins. Das ist ja nicht das erste Mal. Komm jetzt. Habt ihr bis jetzt trainiert? Oh. Gregor hatte eine Wagenpanne. Jetzt haben wir es ewig mit Starthilfe versucht und dann durften wir doch noch abschleppen. Wie war dein Abend? Okay. Aber jetzt muss ich ins Bett. Bevor wir dich anöden. Ach, weißt du, ich glaube, ihr amüsiert euch garantiert besser ohne mich, was? Aha. Bist du sauer auf mich? Mann, ich konnte doch nicht ahnen, dass Gregor zurückkommt. Es war echt Comedy, dein Gesicht hättest du mal sehen sollen. Ich finde das wohl komisch. Dir ist es anscheinend völlig egal, dass jeder mitkriegt, dass wir was zusammen haben, mir aber nicht. Das habe ich jetzt ja kapiert. Ja, dann verhalte dich doch auch bitte so.
jetzt tu mal nicht, als hätte ich dich da groß zu irgendwas zwingen müssen. Du wolltest doch genauso. Olli, du verstehst es nicht. Ich hab Schiss davor, wie Gregor reagiert, wenn er merkt, dass du schwul bist. Ich weiß ja gar nicht, ob es so ist. Und so lange will ich einfach... Hey. Ich bin der Letzte, der dich zu irgendwas drängt. Du hast alle Zeit der Welt, aber... Eins solltest du doch eigentlich wissen, Gregor, der... Der ist doch nicht der Typ, der dich fallen lässt, bloß weil du jetzt auf Männer stehst. Ja, was sagst du? So wie er im Moment drauf ist. Hey, und selbst wenn... Das ist dein Leben, Christian. Du musst dich nicht rechtfertigen, nicht vor Gregor, nicht vor mir, nicht vor sonst wem. Der Einzige, der zählt, der bist du. Und wenn's dir hilft, dann verspreche ich dir hiermit hoch und heilig, dass ich nie wieder irgendwo anders als in deinem Bett mit dir Sex haben werde. Mann, nein. Ich meine, wir müssen uns ja nicht gerade von meinem Bruder dabei erwischen lassen, okay? Ach so. Aber sonst schon, oder wie? Christian hat so einen Horror davor, vor seinem Bruder geoutet zu werden. Das ist echt schrecklich. Jedes Mal, wenn Gregor in der Nähe ist, dann verkrampft er total. Ich hätte ja keinen Bock, so ein Theater zu spielen. Ständig muss man Schiss haben, dass man sich verplappert oder erwischt wird. Ach, ich glaube, Christian hat so eine Angst davor, weil Gregor seine ganze Familie ist. Er hat doch sonst keinen. Aber gerade deshalb würde Gregor ihn doch nie im Stich lassen. Bloß weil Christian schwul ist, ey, das glaube ich echt nicht. Er müsste sich bestimmt erst mal dran gewöhnen, aber dann würde er es 100% akzeptieren. Christian könnte sich selbst keinen besseren Gefallen tun, als es ihm endlich zu sagen, dann wäre endlich Schluss mit dieser Heimlichtuerei. Ho, 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 das ist ja mal interessant. Mir erzählst du jetzt kein Problem damit, dass wir unsere Beziehung geheim halten und jetzt? Jetzt zollst du dich hier bei Judith aus? Was ist denn das für ein Quatsch, wenn wir uns völlig normal unterhalten? Unterhalte dich mal lieber mit mir. Ey, Christian, ich glaube, du hast... Halt dich da raus, Judith. Okay. Das ist eine Sache zwischen Olli und mir. Okay, ich bin dann mal weg. Was war das denn gerade? Wenn du hier so einen Aufriss machst, dann muss ich ja wohl was sagen. Dein verständnisvolles Gelaber. Pure Heuchelei. Der Einzige, der hier ständig einen Aufriss macht, bist du. Und warum? Nicht ich bin der ein Problem, der mit der Heimlichkeit hat. Christian, du bist's. Ja, gib's doch einfach zu, Christian. Du bist nicht sauer auf mich, sondern auf dich selbst, weil du dich gerne outen würdest. Einfach nicht den Mund dazu hast.